Was ist das denn? Atlas, Leute. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir schlawinern heute etwas in Atlas rum. Für die Landratten von euch, die Atlas nicht kennen. Das ist von den Machern von Ark. Spielt sich sehr ähnlich, nur mit Booten. Zurzeit befinden wir uns südostwestlich von Asien. Auf dem Weg zu unserem Steg, wo Oberleutnant Ruprecht auf uns wartet. Ah, Kevin, aufstehen, Junge, was machst du hier? Als ob hier einer liegt, wie geil ist das denn? Sir. Hallo, Captain. Können Sie mir ein Boot zur Verfügung stellen? Ich hab da nur noch einen Raft übrig. Alter, das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Ich hau seit Stunden jetzt schon wieder auf allen Bäumen hier rum. Ihr seht das hier alles. Jeden Baum habe ich einmal angehittet. Nirgendwo kriege ich Holz raus. Den Bug hatte ich vorhin schon. Und mit Steinen genau dasselbe. Hier, ich zeig's euch mal. Ich hau mal hier drauf, kriegen wir nichts. Da muss man nämlich irgendwie nebenhauen, weil die Hitbox verbuggt ist. Aber scheiße, Jungs. Guckt euch das mal an. Jetzt schwebe ich vorm Baum, während ich ihn haue und nichts bekomme, weil's buggt. Wie dumm, wie, Junge, als ob. Das geht mir schon wieder so auf den Senkel, weil es echt schon wieder 20 Minuten so ist. Och, Mann. Da, Wood, woo, endlich mal. Einmal haben wir es geschafft, wow. 38 Wood, das reicht aber für mein Scheißboot. Matrose, ist die Segel, ich bin bereit. Ja, Sir, einen kleinen Moment bitte noch, Sir. Keinen kleinen Moment, wir wollen das Boot. Da ist es, woo. Schlagswert hat ein Bötle, ran an den Eugen, kann ich das fahren? Nee, Lower Anchor Ship, alles klar. Denn Leute, das Ding ist, ihr seht das hier, ich bin Level 8. Um aber weiter leveln zu können, muss ich Land entdecken. Weshalb ich mir jetzt dieses Boot bauen muss, um eben von unserem trauten Heim loszudüsen. Fully open all sails, alle Segel geöffnet. Rotation, Rotation, machen wir mal so dahin. Woo! Leute, Leute! Ab jedet und genau dahin will ich. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alter, es ist, da kommt wirklich Feeling auf. Da kommt richtig Piratenfeeling auf. So, ich baue mal hier mein Lagerfeuer während der Fahrt. Sehr schön, wirklich sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch glatt. Das gefällt mir doch glatt. So, teilen wir mal hier den Schinken. Zack. Lightfire. Und da brutzelt unser schönes Fletch. Wirklich richtig geilst. Richtig geilst. Da bin ich gespannt. Und ich weiß natürlich jetzt gar nicht, wo es hingeht. Das ist ja ein bisschen blöd. Was schwimmt denn da? Oh, Jungs, was schwimmt da? Was schwimmt da? Ist das nur ein Fels? Das ist nur ein Fels. Aber da geht er mir kurz echt der Arsch auf Flitzpiepen. Okay. Aber wie kann ich denn jetzt entdecken? Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach über die wilde See cruisen, ihr Landratten. Doch nichts leichter als das. Man nennt mich ja nicht umsonst Sharks überehrt. Den gefürchteten Segler. Piratenplünderer. Gold- und Schatzjäger. Der gefürchtetste Matrose. Nein, der gefürchtete Captain in ganz Atlas. Woohoo! Alter, gleich sehe ich halt kein Land mehr, ne? Was mache ich denn dann? Was geht denn dann los? Nicht, dass mich dann Scheißdreck. Klein Sharks hier auf hoher See. Das Schiff hat ein Level Up. Wie kann denn das Schiff ein Level Up haben? Warte mal, kann ich das reparieren? Was ist denn das? Add more beds. Additional weight. Machen wir mal additional weight. Additional crew brauche ich nicht. Structure, defense and weight. Okay. Oh lol, man kann das Raft dann leveln. Das ist ja tatsächlich richtig geil. Das ist ja wirklich richtig geil. Aber folgendes Problem, ich bin halt jetzt wirklich mitten auf dem Meer. Und so langsam geht mir auch ein bisschen die Flut hier ab, weil ich halt jetzt echt nicht weiß, wo es hingeht. Also, ich weiß nicht, was der Plan jetzt ist, falls ihr versteht. Nicht, dass wir gleich Raft spielen. Ich habe auch eine Werkbank mir mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt aufs Boot setzen will. Komm, machen wir mal eine fahrende Base, oder? Das wird eine fahrende Base. Steht. Wow, geil. Wie nice ist das denn? Was kann ich denn jetzt hier machen? Weapons, Melee. Ich kann Metallsachen. Oh. Nichtsdestotrotz geht es mir natürlich jetzt die Flitzpiepe da. Was ist denn das da?
Was ist denn das? Ich habe halt so gar keine Ahnung, was abgeht. Da ist irgendeine Mauer, Jungs. Ab zur Mauer. Segel hissen. 90 Grad nach links, Sir. Okay, ich bin der Einzige auf dem Boot. Also ich. Wir fahren halt jetzt genau drauf zu. Das ist ja auch das, was ich will. Richtig geil. Da geht einem dann ja schon ein bisschen die Flitzpiepe. So, was essen kurz. Ich habe meinen Speer, Leute. Ich bin bereit. Lasst sie kommen. Kommen lassen. Okay, Leute. Jetzt geht's ab. Wir begeben uns in den Nebel. Was auch immer das jetzt sein wird. Ich habe auf jeden Fall die Lutze voll. Okay, sieht mir doch aus wie eine 2D-Wand und... Als ob. Och, Jungs, was ist das denn jetzt? Als ob? Hä, als ob, Leute? Ich verstehe es nicht. Das Ding ist, ich kann halt jetzt nur gegen den Wind segeln, was halt gar keinen Sinn macht. Was halt jetzt richtig scheiße ist. Ich komme hier doch nie wieder weg jetzt. Jetzt muss ich hier entlang der Dinger segeln. Der Wind ballert halt genau dahin. Was soll ich denn machen? Ich kann doch jetzt nicht hier mit 2 km/h... also was soll da... Was ist das denn hier bitte? Okay, ihr Landratten. Ich habe mich ein bisschen informiert und es scheint so, dass das da einfach die Wand ist, die er normalerweise ins nächste Gebiet bringt. Und die so ein bisschen blockt, dass nicht Spieler zu viele im selben Gebiet rumhampeln und so. Scheiß jetzt. Ich fahre genau gegen den Wind, das macht keinen Sinn. Aber ich muss zurück zum Land, Jungs. Ich muss zurück dahin. Ist halt scheiße so. Weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wir müssen kreuzen. Ja, das ist tatsächlich eine Segeltaktik, mit der man auch gegen den Wind segeln kann. Indem man eben einmal nach da fährt und dann ganz nach da und ganz nach da und sich langsam annähert. Jungs, da sind Schwertfische. Habt das gesehen? Da sind sie. Ein Shark. Ramst da rein. Sharks. Au, Matrosen. Am heutigen Tage muss ich Ihnen eine traurige Botschaft überbringen. Captain Shark the Bird ist leider nicht weiter in der Lage, dieses Prachtstück von Schiff sein eigen nennen zu dürfen. Kapitän Shark the Bird muss Sie heute verlassen. Trotz unserer ehrenhaften Reise, unserem Erfolg und unserem ganzen Stolz werde ich die Flying Sharks verlassen, um für das Allgemeinwohl der Gesellschaft zu kämpfen. Ich werde mich opfern. Und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ahoi, ihr Landratten. Woo! What? Als ob ich den geone-shottet habe. Gebt euch das mal, wie krass bin ich denn unter Wasser mit den Speeren unterwegs? Ich meinte, natürlich habe ich ihn geone-shottet. Wer wäre Sharks denn, wenn er nicht den einfachsten Schwertschwisch am Speer kriegen würde? Tss. Freunde. Schon seit Tagen schlage ich mich durch diese Wälder. Ich bin schon ganz blutig im Gesicht. Seit Tagen schlage ich mich durch diesen dunklen Wald. Paranoid bin ich geworden. Ganz schön viele Wunden habe ich mir zugezogen. Fast am Boden zerstört. Doch Kapitän Sharks gibt niemals auf. Ein wahrer Sharks kennt das Wort aufgeben eigentlich gar nicht. Ich krieg kein Holz, Leute. Warum? Sharks Wert gab nicht auf. Er kämpfte. Er suchte. Er weinte. Und er verzweifelte auf seiner Suche nach der Rettung für sich und seine ganze zukünftige Crew. Ich kann nicht mehr. Endlich eine Stelle gefunden, an der ich mich niederlassen kann. Endlich eine Stelle, an der wilde Paprikas wachsen. Wie lange habe ich auf dieses Paradies gewartet, bis ich an dem Punkt angekommen war. An dem Ort, an dem Paprika wächst. Und deswegen setze ich hier meine Flagge, Roms. Und wie wir sehen, gehört in 9 Minuten 50 dieses Stück Land uns hier im Gebiet, was dann auch tatsächlich auf der Map angezeigt wird. Ich werde mich jetzt mal kurz der Taubenkillerei widmen. Roms da rein, 22 DMG. Holy shit. Ich habe die schon mal gefightet und da habe ich immer nur so ein DMG gemacht. Das heißt, das sind ja jetzt 2-Hits richtige. Komm schon. Habe ich dich. Sausack. Richtig nice. Das funktioniert aber wie ein Ark. Jetzt bekommen wir hier nämlich Haut raus. Und das Haut, oh, schmackhafte Haut. Vor allem schmackhaft vegane Haut. Ich glaube, die Flagge steigt auch so langsam. Können wir uns nämlich dann geile Sachen machen, wie zum Beispiel erstmal eine Rüstung. So, da equippen wir uns mal. Ich habe jetzt auch einiges gecraftet. Wir werden auf Gewicht gehen. Ganz klar. Und jetzt können wir halt hier neuen Shit lernen. Aber das lerne ich später. Gucke ich mir später weiter an. Ich denke, fürs Erste ist das geclaimte Land eine gute Sache. Und zur Feier des Tages, ihr Landratten, werde ich einen Paprikabusch ernten. Und was kriege ich? Wilde Pepper. Wildes Pepper Seed. Es ist Pfeffer, das aussieht wie Paprika. Ist an der Stelle aber auch okay für mich, muss ich ehrlich zugeben. An der Stelle würde ich mich dann auch weiter noch ein bisschen um Federn kümmern. Ramster rein, beziehungsweise Haut und Down, die Olga. Isien ist sein Großvater, sage ich dazu. Und da kriegt er die
Hoden ins Gesicht, sag ich dazu. Ich bin echt saugespannt, was das Spiel noch zu bieten hat. Ich burn mir mal kurz ein bisschen Fleisch. Ich muss nur ehrlicherweise sagen, dass ich, obwohl ich es auf dem Server anders eingestellt habe, auf Level 8 die Nachricht bekomme, ich muss neue Gebiete erkunden, damit ich weiter leveln kann. Das geht aber nicht, weil es ein privater Server ist und man da nur irgendwie ein Gebiet haben kann. Was halt auch irgendwie wieder richtig dämlich ist, aber gut. Ja, und auch wirklich an der Stelle einfach sehr schade, dass ich eben nicht weiter leveln kann. Schade jedoch auch, dass die Scheiße wieder buggt. Ey, das ist so unfassbar dumm, so unfassbar dämlich. Es gibt hier so einen Spot bei jedem Baum. Den muss man halt finden. Da muss man so leicht daneben hauen. Und dann gibt es da einen Spot am Baum, wo du trotzdem die Ressourcen bekommst. Und ansonsten buggt es halt. GG, da habt ihr das gesehen. Da habe ich eins bekommen. Da hatte ich gerade den Spot. Aber absolut 10 von 10 dumm. Jetzt wisst ihr auch, woher das Blut in meinem Gesicht kommt. Dachtet ihr etwa, Captain Sharks verliert jemals seinen Kampf? Dachtet ihr etwa, Captain Sharks wäre zu doof zu überleben? Nein. Trotzdem bin ich natürlich weiterhin gespannt, wie das hier sich entwickelt. Aber seht das, guck mal, guck mal, guck mal. Hier bekomme ich Fetch. Hier kann ich den Baum ernten. Hier, was ist das bitte? Denk mal jetzt, und das war der Baum. Muss los, Alter, muss los. Die Flagge ist maximal gehisst. Das bedeutet, Sharks Overhead Base wird maximal gehisst. Man kann Foundation stacken. Oh mein Gott. Dann ist das Bauen ja jetzt schon geiler als in Ark. Hier haben wir ein Bettle. Das werde ich allerdings schon mal ganz prophylaktisch Roms da reinsetzen. Richtig nice. Dann haben wir einen Tisch. Den braucht ja erstmal eigentlich kein Arsch. Eine Truhe haben wir. Die braucht allerdings. Die brauchen ein paar Ärsche. Unter anderem auch ich. Und dann haben wir noch ein paar Walls. Zack, zack. So, und dann habe ich natürlich auch schon ein schönes Dach vorbereitet. Und ein Stuhl, der natürlich wesentlich wichtiger ist als das Dach. Zack, da ist der Stuhl. Und ich muss sagen, mir gefällt die Textur. Mir gefällt das Optische sehr, sehr eugenmäßig. Also wirklich sehr gut einfach. Dafür, dass das hier Thatch-Sachen sind, also quasi die einfachsten, das einfachste Piratengut, das so gibt, dass jeder Piratenbanause eigentlich am Anfang direkt machen sollte. Das sieht dafür schon ganz schön schick aus, du. Matrosen. Da muss ich mich an dieser Stelle leider von euch verabschieden. Trotzdem bin ich gewillt, hier vielleicht nochmal reinzuschauen, wenn das Ganze ein bisschen weiter ist. Also Roger, meine Captains. Matrosen, haltet die Augen offen vorm Cloudemon. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns bald. Ahoi.